Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht im Hintergrund schon ein kleines Squad. Das habe ich mir jetzt neu erstellt. Ich habe jetzt 4 Spiele mit dem Team gemacht, alle 4 gewonnen, ein Gegentor nur bekommen. Das ist recht solide. Fangen auch mal an. Mit hinten haben wir Kevin Trapp drin. Da reicht auch die normale Karte. Hab mir den Inform gegönnt. Kostet 13.000 Münzen. Dafür hält er echt gut. Wie gesagt, ein Gegentor, da konnte er nichts machen. Rest hat er solide gehalten. Die Innenverteidiger sind auch beide super, mit Luis und Smalling, sind schnell und sehr kopfballstark. Die Außenverteidiger vielleicht ein bisschen zu offensiv, aber sonst gehen die auch klar. Also Van der Wiel ist sehr, sehr offensiv, bei Shaw geht's noch, aber Van der Wiel, kommt mir oft vor, als wäre er rechter Flügelstürmer. Aber sonst ist eigentlich solide. Liga 1 würde ich mit dem Team wahrscheinlich nicht gewinnen, aber absteigen auch nicht. So, jetzt kommen wir im Mittelfeld. Mittelfeld ist sehr solide mit Rooney, der da auf jeden Fall sehr gut spielen kann. Auch das eine oder andere Tor gemacht hat und auch den ein oder anderen guten Pass gespielt hat. Mit Vidal, der wahrscheinlich von dem Team der Beste war, auch die meisten Torbeteiligungen hatte. Und dann noch Thiago, den fand ich vielleicht ein bisschen schwach. Würde ich vielleicht einen Lahm hinstellen, dann trotzdem, weil er defensiv ein bisschen stärker ist. Und so, das war es dann auch schon mit dem Mittelfeld. Offensiv natürlich Costa und Schadhoff, also die beiden gefallen mir sehr gut. Der Stürmer, naja, ein bisschen ungeweglich, aber er ist 1,94 Meter groß und kann gute Kopfbälle machen. Das werdet ihr auch noch im Video gleich sehen. Wie gesagt, ich blende euch dann zum Schluss nochmal ein paar Torszenen ein. Aber Costa und Schadhoff, die sind auf jeden Fall schnell, haben gutes Dribbling, können auch den einen oder anderen Longshot gut raushauen. So, und dann würde ich sagen, dann war es das jetzt mit dem Video. Wie gesagt, ich blende euch jetzt nochmal ein paar Torszenen ein und dann war es das. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ciao, bis die Tage.